In der Doku-Soap Temptation Island bei RTL sollen unter anderem 5 Singles aus Köln fremde Pärchen in Versuchung führen. Das ist das Konzept des nicht ganz unumstrittenen TV-Experiments. 4 Paare reisen auf eine idyllische Urlaubsinsel in Asien. Doch dort gehen sie erst einmal getrennte Wege. Mädels und Kerle kommen nämlich jeweils in ihrer eigenen Luxusvilla unter. Der Clou: Mit ihnen leben 11 Singles des anderen Geschlechts zwischen Strand und Palmen. Zwei Wochen lang werden die Paare auf den Prüfstand gestellt, ein echter Stresstest für jede Beziehung. Wer sich noch erinnern kann, bereits 2001 hatte RTL unter dem Titel Insel der Versuchung mehrere Paare und potenzielle Verführer gemeinsam ins Urlaubsparadies geschickt. Damals moderierte Oliver Geissen die Show. Ihn ersetzt in der 2019er Ausgabe Angela Fingerabben. Nun also zu den 5 Flirt-Spezialisten aus Köln, die die 4 Paare auf die Probe stellen sollen. Nur eine Frau ist aus der Domstadt dabei, die 24-jährige Wasfieche. Früher hat Wasi in der Pflege gearbeitet. Das hat ihr zwar Spaß gemacht, war aber auf Dauer zu stressig. Sie kündigte ihren Job, zog vom Land in die Großstadt, wo sie gerne Partys feiert und als Model arbeitet. Ihr Ziel bei Temptation Island: Sie möchte sich gerne tanzend an die vergebenen Männer heranmachen und mit ihnen spielen, ob es ihr gelingt? Denn bisher hatte sie leider immer nur Pech in der Liebe. Amin, 27, ist Fitnessblogger mit 400.000 Followern bei Instagram. Der gebürtige Marokkaner könnte für die vergebenen Frauen ein angenehmer Beschützer oder Anker werden, von dem man gerne in den Arm genommen werden will, denn wilde Partys und Alkohol zählen nicht zu seiner Freizeitgestaltung. Amin hat bereits für Abercrombie und Fitch gemodelt und in Marokko professionell Fußball in der 1. Liga gespielt. Christian alias Chris Gray ist der typische Kölsche Jung, aufgedreht, selbstbewusst, sympathisch und mit einheimischem Dialekt. Er hat eine Strip-Vermittlungsagentur und keine Probleme damit, auch seinen eigenen Körper öffentlich zur Schau zu stellen. Seine Stripper-Skills will er nutzen, um den vergebenen Frauen ordentlich einzuheizen. Und nicht nur das, der Sportfanatiker möchte auch mit seiner aufmerksamen, offenen und unkomplizierten Art bei ihnen punkten. Und vielleicht mögen die Frauen ja auch, dass er kochen und backen kann. Chris hat seine Stripper-Karriere übrigens von der RTL2-Doku-Soap Die Stripper-WG begleiten lassen. Habib ist Musiker und Student, spricht mehrere Sprachen, kocht gerne, besonders afrikanisch, und ist süchtig nach Schokolade. Habibi ist seit fast einem Jahr Single und möchte die Frauen mit tiefgründigen Gesprächen von sich überzeugen.
Er ist der Typ bester Freund, in den sich eine Frau auch verlieben könnte. Er ist sehr romantisch, respekt- und liebevoll, macht auf der anderen Seite aber auch gerne Partys, braucht aber keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Ob er damit bei den Frauen auf Temptation Island punkten kann? Durch seine Teilnahme bei Love Island 2018 ist Richard kein Unbekannter in der Fernsehwelt. Der Bademeister flirtet gerne und ist sich sicher, dass ihm die eine oder andere vergebene Frau auf Temptation Island verfallen könnte. Richie hat über 100.000 Follower auf Instagram und spiegelt das typische Model wider: sympathisch, locker, sexy und mit einem ansteckenden Lächeln. Mit seinen 21 Jahren ist der Sonnyboy zwar das Villa-Küken unter den Single-Männern, wirkt aber durch seine kontaktfreudige und selbstbewusste Art deutlich reifer. Seit kurzem hat der gebürtige Thüringer außerdem eine Hauptrolle in der RTL2-Soap Köln 50667. Nach der ersten Folge am Mittwoch, 6. März, um 20.15 Uhr läuft Temptation übrigens immer am Sonntag um 22 Uhr.